Heute möchte ich euch auf ein Gedankenexperiment einladen. Was wäre, wenn es eine in jeder Hinsicht bessere Version des Films Venom gäbe? Spoiler-Alarm, die gibt es. Und zwar mit Upgrade. Warum ich das so sehe, erfahrt ihr nach dem Intro. Ahoi hoi und willkommen zu Reus Filmkritiken. Den Namen Leigh Whannell habt ihr vielleicht noch nie gehört, doch die Filme, die ihm den Weg nach Hollywood öffneten, kennt ihr auf jeden Fall. Und zwar ist er der Mitbegründer der Saw- und Insidious-Reihe. Whannell war es, der den fiesen Endtwist des ersten Saw ersann und die gruselige Stimmung in Insidious etablierte. Und ohne euch zu spoilern, doch auch in Upgrade erwartet euch ein Endtwist, den ihr nicht vorhersehen werdet. Ihr werdet zwar während des Schauens das Gefühl haben zu glauben, was im Finale passieren wird, doch egal was ihr euch ausmalt, es wird anders kommen. Doch warum habe ich gesagt, dass der Film eine bessere Version von Venom wäre? Beginnen wir mit der Prämisse. Im Sony-Film geht es darum, dass unser Protagonist zum Wirt einer außerirdischen Lebensform wird. In Upgrade ist das ähnlich, nur die Erklärung ist besser. Hier ist es kein Alien, sondern ein Computerchip. In Venom unterhalten und streiten sich Besitzer und Besessene miteinander. Und einige der Konflikte empfand ich als ziemlich cringig. Stichwort Aquarium. In Upgrade ist das viel intelligenter gelöst. Denn hier wird in Sachen Dilemmata nicht sinnlos rumgealbert, sondern mit komplexen menschlichen Emotionen gerungen. Doch keine Sorge, der Humor kommt auch nicht zu kurz. Und das führt mich zum nächsten Thema. In Venom sowie dessen Nachfolger musste ich hin und wieder lediglich schmunzeln oder mal kichern. Die One-Liner sind so lala und die Witze eher infantil. In Upgrade hingegen konnte ich nicht anders als lauthals zu lachen. Der Humor ist stellenweise zum Brüllen, ohne jedoch die Story zu entwerten. Und das kann ich dem Film nicht hoch genug anrechnen. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als die Logik des Drehbuchs für einen billigen Witz zu entwerten. Upgrade umgeht diesen Fehler, indem Witz und Narration miteinander verwoben und in sich schlüssig sind. Und apropos schlüssig, das bringt mich zum nächsten Punkt. In Venom werden auf Drehbuchebene lauter brutale und schlimme Dinge getan. In der tatsächlichen Inszenierung ist davon aber nichts zu sehen. Schließlich wird der Film ja auch Kinder unterhalten und hat sich trotz der morbiden Grundideen eine FSK 12 gesichert. Upgrade kommt mit einem FSK 16 daher, quasi nur geringfügig höher, und schafft es aber damit, dass die Regie auch dem Skript gerecht wird. Während Venom inkonsistent und damit sogar stellenweise lächerlich ist, was im zweiten Teil übrigens besonders negativ auffällt, denn dort werden angeblich Menschen zerteilt. Aber aus irgendeinem Grund bluten diese nicht. Upgrade hingegen lässt es in Sachen Gewalt und Brutalität ordentlich krachen. Hier werden Köpfe zermatscht und, jetzt haltet euch fest, wenn jemand angeschossen wird, dann blutet er aus der Einschussstelle. In Venom verfügen Menschen offenbar über keinerlei Körperflüssigkeiten. Und beim Thema Inszenierung würde ich gern bleiben. Denn jetzt wird es richtig krass. Venom hat knapp über 100 Millionen Dollar allein in der Produktion gekostet. Upgrade nur 3 Millionen. Trotzdem sind die Effekte um einiges besser als in Venom. Müsste es nicht umgedreht sein? Achtet mal bei eurer nächsten Venom-Sichtung, von der ich euch übrigens abrate, auf den Endkampf und versucht mal das Gewicht der Kontrahenten zu schätzen. Ihr werdet auf einen lächerlich kleinen Wert kommen. Denn die VFX-Artists von Sony haben nicht kapiert, dass, wenn man 3D-Flummis durch digitale Welten haut, keine sichtbare Masse entsteht. Man weiß ja größtenteils nicht einmal, was überhaupt passiert und wo sich die Protagonisten gerade befinden. Es ist alles nur ein bunter Brei aus CGI-Matsch. In Upgrade hingegen haben wir eine extrem inspirierte Regie mit cleveren Kamerafahrten, interessanten Perspektiven und einem Grad an Realismus, von dem sich Sony eine Scheibe abschneiden kann. Unterstützt werden die Kameramoves durch geniale Schnitte und eine Kampfchoreografie, die mich an den ersten Matrix-Film erinnerte. Gemessen am Budget müsste Venom 33 mal besser aussehen als Upgrade. Tatsächlich sieht er aber nicht mal ein Drittel so gut aus. Und ich möchte echt kein Bashing betreiben, aber ich finde es eine Frechheit, uns Zuschauern ein wenig schlüssiges und schlecht gemachtes Produkt vorzusetzen, über 800 Millionen Dollar damit einzuspielen und zu glauben, man hätte hier ein gutes Werk vollbracht, wenn auf der anderen Seite ein 3-Millionen-Film in jeder Hinsicht besser ist. Denn auch schauspielerisch muss in Upgrade auf nichts verzichtet werden. Jetzt kommt nämlich etwas Witziges. Der Hauptdarsteller sieht Tom Hardy, also dem Venom-Darsteller, zum Verwechseln ähnlich und kann darüber hinaus auch sehr gut spielen. Überhaupt sind die Darsteller in Upgrade top. Von mir bekommt der Film 8 von 10 Punkten und ich empfehle jedem, der in Sachen gezeigter Brutalität nicht zimperlich ist, diesen Film anstatt einer Sony-Gurke zu schauen. Zumindest bis die endlich mal die Qualität wieder hochdrehen und einen 100 Millionen Dollar Film auch so aussehen lassen, als hätte er so viel gekostet. Aber ich befürchte, solange weiterhin jede Menge Menschen sich mit Mittelmaß zufrieden geben, sehen die Macher keine Veranlassung darin, sich Mühe zu geben und werden nach wie vor Filme halbherzig und ohne Kreativität produzieren. Und das ist bitter. Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an.